Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Robocop Rogue City. Ich habe gestern an der Stelle hier Schluss gemacht, weil ich nicht weiß, was uns hier gleich erwartet. Das ist alles so... Das klingt so nach Boss. Bossfight gegen Wendell Antonowski oder so. Ich bin gespannt. Wir gehen einfach nochmal in den gleichen Raum, in dem wir gerade sind. Mal sehen, ob diese beiden Tränkemaschinen jetzt auf die andere Seite wandern. Die wandern gar nicht mehr. Die Tür geht diesmal einfach weg. Okay. Gehen im Kreis weiter. Die Tür ist wieder da. Wie lustig. Wir sind wieder in diesem Raum. Oh mein Gott. Irgendwann steht hier einfach ein Typ vor uns. Was soll ich machen? Come on. Jetzt reicht. Auch. So meinte ich das jetzt nicht. Was zur Hölle? Ich bin doch durch die Tür gegangen und nicht durch die Tür links. Und warum ist jetzt hier alles wieder da? Was verstehe ich hier gerade nicht? Jetzt hat es die Tür wieder auf die andere Seite gesetzt. Oh. Es gewittert. Ja, cool. Wir sind aber jetzt unterm Dach. Das ist ein richtiger Trip hier. Ich dachte am Anfang, es ist vielleicht ein Heli, den man jetzt hört. Aber nein, das ist Gewitter. Oh, aber die Polizei ist da. Oh, sie haben mich nicht allein gelassen. Ist wieder so ein... Wie heißt denn die? Ich weiß es nicht mehr. Sie ist... Was? Ich habe nicht mal eine Polizeimarke? It's the crap that is stuck to our shoe. A cuckoo egg planted by OCP. We need to clear our station of this shit. We must smash that thing. Fire at will. Was? You're not one of us. You feel that too, don't you? Hier ist das Bild. Erinnert ihr euch? Das Bild haben wir im Lagerhaus gesehen. You're back. Also war das unser Bild. Coffee in the kitchen. Sollte ich mich vielleicht erstmal umgucken gehen? Ach so. Ja, okay. Ich kann mich noch nicht weiter umgucken gehen. Aber er hat eine schicke Bude.
Wir waren wahrscheinlich in den Wolken. Wir sind irgendwie im 94. Stock oder so in den Wolken. Do you like it? The mug. World Class Husband. Dad, can you fix the camera? I think something's broken. Oh, auf der Kamera sind bestimmt Bilder von uns mit unserer Familie, oder? Hey, you fixed it! Remember, I'm playing a game this afternoon? Dad wouldn't miss it, would he? Pick me up at the station, I'll grab my gear. Do you really have to go? You look so sexy in that uniform. Why won't you stay a little longer? Oh, das ist der Tag. Jetzt verstehe ich das erst. Das ist nicht random, einfach in unserer Wohnung. Das ist der Tag, an dem ich sterbe. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher, ob ich wirklich gestorben bin. Erst wurde mir erzählt, habe mich absichtlich umgebracht, sterben lassen, wie auch immer. Jetzt klingt es ja fast so, als wäre Louis schuld, weil Louis gerade gesagt hat, hier, ich bin am Revier, ich hole meine Ausrüstung. Es hätte Louis uns jetzt in diesen Tag gelotst, der alles verändert. Ermittlungen im Gebiet durchführen. Ja. Jetzt werden wir bestimmt gleich erschossen. Hier waren wir schon mal. Das ist das Industrie. Oh, dann war das. Ich bin so blöd, ne? Da war doch eine Markierung einer Leiche auf dem Boden. Da wo zwei Stühle standen und ein Fernseher. Dort lagen wir. Ich raff das jetzt erst. Sorry an alle, die das schon längst verstanden haben. Ich raff das jetzt erst. Do you not love your family? No attachments. No leverage. This is a gift. Don't take him away from me! Everyone wants to be back home with their families. Be back home. Oh no, hier ist wieder so ein. Hier gibt's keinen Weg zurück. Das heißt, hier ist ein Bossfight. Das war das letzte Mal auch so mit, wo wir gegen diese Roboter gekämpft haben. Oh nein, kein Bossfight. Please. Ja, das ist unsere Markierung. Kein Bossfight. Warnung, objektive Fehlfunktion. Okay. Welcome, Chopper. Let's take a stroll through your old home. Do you think you can just go back? Go on with your life like nothing happened? This is a one-family house built by ZM Industries. It's for sale because the head of the family to which it belonged was shot in the head. Your family has forgotten. Why do you want to remember them? You attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Have you thought it over? Why not make me an offer? Why carry this burden? What is your sacrifice worth? Holding on to them makes you weak. Destroy them! Destroy them before they destroy you! Alex Murphy, the one and the only. I'm here because you have something that belongs to me. You have my badge. Louis gave it to me.
Lewis is hurt because of you. Because you keep insisting that you're something that you're not. You think that you're a machine that's simply using my brain, but that's not true. I'm dead, and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. I have it, so I remember. Remember what? The lie? Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But, Lewis, I want it back. This is my badge. Then I'll have to take it back myself. Wir kämpfen jetzt nicht gegen uns selbst. You are strong enough to take him. Don't forget you have a partner who's counting on you. Take this gift. Don't forget who you are. Alex Murphy. Get up, Robo. Get up, for God's sake. That's it, Robo. Keep going. Where's the chopper? The cops will be here any... Wendell Antonowski? Haven't you had enough yet? You are under arrest. You have the right to remain silent. Relax. I'm not your enemy. If I were, you would have already... You have the right to an attorney. I wanted to help you. Release you from the burden of your past life, of your memories. But you don't want to lose them, right? Now I get it. Anything you say may be used against you. I can give you back those memories. All of them. We should help each other. We have the same boss! Police! God damn it, you again? People need to see this. Cuff him. He is a cop killer. Hands behind your back! Can you hand me my lighter? It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. You mean this trinket? It'll be safer in the prison depository. You'll pick it up yourself in... I don't know. 150 years? Plenty of time for rehabilitation. Top story. Wendell Antonowski, the infamous new guy in town, has been apprehended today. RoboCop was able to capture Antonowski, as reported by an eyewitness, Channel 9 Samantha Ortiz. Unfortunately, no footage of the event has emerged. RoboCop's efforts have prompted a public debate regarding his status as a human being. Here's a statement from John Mills, a candidate for the mayor's office in the upcoming mayoral election. Today, RoboCop has done more for this city than the current administration has done in its entire term. That's why I feel that it's time to give something back. If elected, I will be advocating to grant RoboCop the status of a free, living human being. That's right. Vote Mills, vote RoboCop. Staying on the topic of OCP, the CEO of Omni Consumer Products suffered a heart attack earlier today. The self-made entrepreneur has been taken to the Gibson Memorial Hospital for observation. His condition is stable. We wish you a speedy recovery. Wendell's in prison and the old man is on his way out. Could this day be any better? Geez, Steph, don't you have any respect? Here's the man of the hour. Congrats, Robo. You caught that bastard for what he did to Lewis. We are not done yet. Murphy, come talk to me after you're done with your evaluation. Ich dachte für einen kurzen Moment, das Spiel ist vorbei. Ich meine, also. Da wir uns mit dieser Reporterin gut gestellt haben, hat sie das letzte Material jetzt nicht veröffentlicht. Ich glaube, das ist ganz gut. Was ich halt immer noch nicht mag, ist, dass
Nur weil ich zu Kusek gesagt habe, ich möchte mir nur mal anhören, was Mills zu sagen hat, dass das direkt verstanden wurde als ich unterstütze Mills. Das, was er gerade gesagt hat, klingt ja jetzt nicht schlecht, ne? Dass er dafür einstehen wird, dass wir wieder als Mensch anerkannt werden. Aber ich als Robocop habe die ganze Zeit gesagt, ich möchte mit Politik nichts zu tun haben. Magna Volt sucht Mitarbeiter. Haben Sie Erfahrung im Polizei- oder Militärdienst? Bewerben Sie sich noch heute. Wir bieten bessere Bedingungen und einen sicheren Arbeitsplatz. Gemeinsam können wir die Bürger mit tödlicher Effizienz schützen. War ich hier schon gucken? Ist hier Loot? Naja. Also wir gehen erstmal wieder hier rüber. Bevor wir zu unserer Bewertung gehen. Gucken wir erstmal hier, ob hier irgendwas ist. So, ich soll zu ihm, nachdem ich bewertet wurde. Ah. Die Tafel ist schon ziemlich voll. Wo ist eigentlich Washington? Wir haben schon lange nichts mehr von Washington gehört. Finde ich. Geht's ihm gut? Ist er noch im Dienst? I knew he'd get him. I just knew he'd be the one to bust that asshole. Glad we have Murphy on our team. Niemand spricht mehr darüber, dass ich letztens ja noch das Problem war. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieses Feuerzeug, was Antonowski verloren hat, ob das nochmal eine Rolle spielen wird. Ich achte auf solche Kleinigkeiten. Ich habe so viel gelesen in meinem Leben und ich analysiere jede Kleinigkeit. Und teilweise habe ich sogar recht. Vielleicht wird dieses Feuerzeug noch irgendeine Bedeutung bekommen. Okay, aber wir werden uns jetzt erst Radio hören. Are you having problems getting a hospital appointment? Are you tired of being at the mercy of those never-ending waiting lists? Do you feel powerless? It's time to take the control back. Take part in the Family Heart Raffle and play the odds. A single ticket is your chance to win a mystery medical service. Anything from a dental appointment to a knee transplant. Don't miss the opportunity. For only $9.99, I want a visit to the pediatrician. Fingers crossed for a prostate exam. A heart transplant? Here I go. Don't wait. Buy a ticket to the Family Heart Raffle today. Selling your winning ticket is illegal and will be prosecuted to the fullest extent of the law. Yay! Ich liebe Lotterien. Crazy World. Das Ding ist halt, ich glaube, in Amerika ist es mit dem Gesundheitssystem ja tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also ich muss sagen, facharzttechnisch sieht es hier in Deutschland auch nicht besser aus. Kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Region an, wo man lebt, aber da, wo ich lebe, ist das mit einem Facharzttermin alles andere als einfach. Is that the TV personality I keep seeing on television? Have a seat, Robo. Gleich, ich muss nur wie immer kurz gucken, ob hier irgendwas Neues liegt, was ich mir vielleicht mitnehmen könnte. Aber nein. Okay. Ich weiß nicht, ob wir
eine A-Bewertung bekomme. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen, irgendjemanden umgebracht, den ich nicht hätte umbringen sollen. Ich glaube nicht, das ist. Ich glaube, wir kriegen wieder eine B-Bewertung. Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Angriff auf das Gerichtsgebäude. Die Quest hat mich wieder einfach nicht gefunden. Gut, alle Geiseln konnte ich ja dann im Gerichtsgebäude nicht retten, wenn ich nicht mal die Nebenquest hatte. Oh, jetzt ärgert mich das, dass ich diese eine Quest nicht gefunden habe. Wenn wir das alles gemacht hätten, gäbe es dann noch was Besseres als A? Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front page news. Not only that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? It is no one else's business. Understandable. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? Die unterste Auswahl ist wieder so, wo ich mich frage, was genau resultiert, wenn ich das wähle, was genau sage ich dann? Gut, das wird halt sowas sein wie, ne, ich brauche nicht die Bestätigung von irgendwem. Es kommt ja eher darauf an, was man selbst fühlt, oder? Ach, ich weiß auch nicht. Mittlerweile. Ich weiß nicht mehr, was ich als Kupfermünze jetzt für Robocop möchte. Ich weiß es nicht mehr. Wir haben schon so viele menschliche Seiten gezeigt. I do not need other people's approval to determine who I am. No. But no man is an island. The idea of granting you human rights is a very important issue, but no more important than the main reason for today's session. Many people might not be aware of that, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? I do not know. Don't worry. You're not alone on this. I am here to help you figure it out. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation. Similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently? No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Corrupted visions of my past. I think we're onto something. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's march. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data, and at our next session, I'll present my conclusions.
Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to Reed? Someone there wants to speak to you. Oh, ist schon wieder Pickles oder Antonowski. Also wir haben auf jeden Fall 3 Fertigkeitspunkte. Dann können wir hier mittlerweile was austauschen und verbessern. Ich gucke jetzt gerade wirklich einfach nur, ob ich hier was einfach nur austauschen kann. Ich will gar nicht groß anfangen, alles wieder anzufassen. Irgendwas, was nur hier habe ich halt automatisch die minus 10% dabei, das will ich nicht. Könnte ich hier eine 17 draus machen? Ja, ist ein bisschen verbessert, oder? Oder wollen wir das hier noch mal probieren? Warte mal. Das war die erste, die wir hatten. Das ist die jetzt ausgerüstete. Wir könnten so. Ich will halt ungern was zusammenbasteln. Passiver Schaden. Das ist schon, aber hier ist halt minus 20% schon wieder. Minus 20%. So, ich kann natürlich gucken, dass. Warte mal. Denke ich gerade zu kompliziert? Dort kann ich ja nichts reinmachen. Könnte nur. Ich könnte hier sowas reinmachen. Kriegen wir das aber nicht. Ah, ich brauche aber eigentlich nicht so viel Nachladegeschwindigkeit, ne? Dann das machen. Brauch was, was nicht nach links geht, aber nach oben und unten.
So. Magazinkapazität ist noch auf 0. Wir könnten das so. 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 Ah, ja. Mehr Blut brauche ich nicht. Warte, ich vergleiche jetzt mal. So, also 90, 21, 21, 62, 40, 44, 23. Das hier ist schon halt besser, ne? Hat es panzerbrechend? Panzerbrechend ist weniger. Ich hier was Besseres noch für panzerbrechend. Ich könnte jetzt. Soll ich es riskieren? Wartet, ich riskiere es. Ich baue das jetzt auseinander. Alles raus. Okay. Jetzt habe ich ja wieder noch ein paar Knotenpunkte mehr. Also. Ich glaube, es bringt mir gar nicht so viel. Schade. Ich habe hier nichts. Was zwar nach oben und unten geht, aber nicht nach links. Was besser als 18 ist. Oh, wir sind voll über der Zeit, aber das ziehe ich jetzt noch durch. Ich weiß nicht, ob ich hier noch was rausholen kann. Nachladegeschwindigkeit ist mir relativ. Was davon ist panzerbrechend? Nur das? Ah. Okay, nee. Ich lasse das so. Ich habe meine neue Platine drauf gemacht. So, jetzt aber. Sorry, ich habe voll überzogen. Wir sehen uns in der nächsten Folge gerne wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, bis morgen. Ich winke, wie immer. Bye, bye.